Tjo, hallo. YouTube, liebe Outdoor-Freunde. Ja, ich habe heute mal wieder einen Tag frei, wo ich nicht arbeiten muss. Und da bin ich bei mir um die Ecke einfach mal hier rausgefahren, um ein bisschen frische Luft zu schnuppern, Waldluft zu schnuppern. Das kommt immer viel zu kurz, aber naja. Oha. Ich würde sagen, etwas verstimmt das Instrument hier, aber trotzdem ja, ganz schön. Verkehrte Welt, ne? Oh, das sind schöne Hutzel. Wenn meine Frau hier wäre, dann würde sie mich wahrscheinlich fragen, ob ich die nicht mitnehmen kann nach Hause im Garten. Das gefällt mir hier immer besser. Hier gibt es allerdings viele Luftwurzeln. Da muss man aufpassen, dass man nicht stolpert. Jo. Hier muss auch gleich so ein kleines Flüsschen, glaube ich, irgendwie auftauchen. Ich glaube, die Delme, wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe. Naja, warten wir mal ab. Also für Mountainbiker ist diese Strecke absolut nichts, weil alle 20 Meter liegen hier irgendwelche Stämme auf dem Boden. Ja, ich finde das eigentlich nicht schlecht. Oh. Was ist das? Da ist das Flüsschen. Ja, das ist ja ein richtig schönes Plätzchen hier. Ach, das ist doch genau das Richtige, ne? So ein kleiner Wanderpfad hier, ein Flüsschen nebenan. Eieieiei. Wundert mich, dass bei den Temperaturen hier nichts los ist. Oh, guckt euch das mal an. Das sieht doch auch wie ein Märchen aus.
Jo, das sieht doch ganz lecker aus. Tja, ab und zu springen die Fische. Ihr habt ja vielleicht auch vorhin gesehen, dass ich da zwei filmen wollte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das gelungen ist. Ist immer schwierig, das mit dem Monitor so anzupeilen. Ah, ich hatte von da hinten eben irgendwelche Stimmen gehört. Ich dachte, da wäre jemand. Also in dieser Richtung. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, dass bei dem Wetter dieser Platz hier ohne Besucher bleibt heute. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja gar nicht vorstellbar. Man muss aufpassen, dass es nicht anhängt. Jo, Leute, guckt euch das an. Noch ein bisschen Chili und Thorion. Ja, gleich wieder auf kleine Flamme stellen. Dieses fauchende Geräusch von so einem Gaskochern, das ist also gar nicht mein Ding. So, es gibt natürlich jetzt noch, während ich es mir schmecken lasse, kann natürlich noch Kaffeewasser warm werden. Das gehört dazu. So, das Kaffeewasser ist heiß genug. Jetzt gibt's schönen Kaffee und zwar selbstgemahlenen Bohnenkaffee. Und zwar mit so einer alten Oma Kaffeemühle, ne? Zwischen die Beine geklemmt und dann wird gekurbelt. Lecker, kann ich euch sagen. So, ich habe mir zwar den halben Kaffee über die Hose gekippt, weil ich unachtsam war, aber ja, es ist noch genug da. So, und es wird morgen schönes Wetter. Alles aufgegessen und jetzt werde ich noch den Kaffee genießen. Prost, Freunde. Wunderschönes Plätzchen, das werde ich sicherlich abspeichern und ja, den Platz habe ich hier wieder so verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe, vielleicht mit ein bisschen paar Schnipsel, aber ich glaube, das ist im grünen Bereich. So, dann soll es noch mal ein bisschen weitergehen. Ja, hoffentlich
nerv ich niemanden mit meiner Keucherei hier, mit meiner Kurzatmigkeit. Junge, also diese Gegend hier, die kann einen richtig begeistern. Guckt mal hier, wie das hier links plötzlich aussieht. Das ist ja irre. Wahnsinn. Ja, ich könnte mir vorstellen, hier könnte man die ein oder andere Eidechse beim Sonnen erwischen. Aber ich will noch mal ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Sonst bin ich ja gleich wieder im Auto. Na, darunter würde ich also kein Lager bauen. Ja, die könnte man jetzt schon einsammeln für den Herbst und Winter. Schön für ein Hobo-Feuer. Aber ich muss schon sagen, sehr abwechslungsreich tauchen hier wieder Birken auf. Ja, Freunde, ich glaube, ich werde mich hier so langsam wieder der Straße nähern, wo mein Auto parkt. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Kleine Wanderung, ein paar Stunden draußen, musste mal wieder sein. Ich möchte das eigentlich viel häufiger machen, aber wie gesagt, ja, das ist halt so, ne? Wenn man im Berufsleben steht, oh, hier wird Bushcraft betrieben. Ja, das wird mich auch nicht wundern. In dem wunderschönen Wald hier. Schaut mal. Ja, ich habe das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal 10 Jahren, doch dieses Bushcraft-Hobby, nenne ich das mal, doch stark zugenommen hat, weil diese Shelter-Skelette sehe ich in den letzten Jahren immer häufiger. Früher ist mir das überhaupt nicht über den Weg gelaufen oder vor die Linse gekommen. So, ja, was wollte ich noch sagen? Wer bis hier zum Schluss durchgehalten hat, Gratulation. Ich kann mir das sowieso mal alles gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie knapp 280 Abos. Da wird mir so richtig so ein bisschen schummerig. Ich bin irgendwann mal dran mit dem Giveaway. Du Freunde, ich muss euch ganz klar sagen, das mache jetzt ein bisschen blöde klingen, aber ich habe die Befürchtung, in Anführungsstrichen, dass nach dem Giveaway die Zahlen auch noch nach oben schießen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin in einer Turnhalle und 280 Leute stehen vor mir und hören mir zu, da wird mir ganz anders. So, oh, das ist ja hier wie ein Teppich. Ich wünsche euch was. Schönen Tag. Macht was draus. Moin.